Moin Kinder, heute lernen wir ein bisschen was zum Kräftegleichgewicht. Was das ist, das zeige ich euch gleich an der Tafel. Vorher müssen wir allerdings eben ein bisschen Vorwissen hervorkramen. Und zwar erstens zum Trägheitsgesetz und zweitens zur Wirkung von Kräften. Im Grunde ist eigentlich beides das Gleiche. Trägheitsgesetz, wie ging das nochmal? Ach ja, alle Körper sind träge und der Bewegungszustand, und damit ist die Geschwindigkeit gemeint, der Bewegungszustand eines Körpers kann nur durch eine Kraft geändert werden. Das Gleiche haben wir eigentlich auch bei Wirkungen von Kräften gelernt. Wirkungen von Kräften gibt es nämlich genau zwei. Das eine ist Beschleunigung. Beschleunigung ist halt nichts anderes, als dass man die Geschwindigkeit verändert. Das passt halt super zu dem Trägheitsgesetz. Und das andere, die andere Wirkung von Kräften ist Verformung. Ja? Also durch Kräfte kann was verformt werden. Okay, das haben wir jetzt wieder auf dem Schirm. Jetzt sind wir soweit, dass wir uns das Beispiel an der Tafel angucken können. Also zur Sicherheit habe ich es euch doch nochmal angeschrieben. Das Trägheitsgesetz, alle Körper sind träge, ihr Bewegungszustand, und damit ist die Geschwindigkeit gemeint, kann nur durch eine Kraft geändert werden. So, jetzt aber zum Kräftegleichgewicht. Hier ist das schöne Beispiel, da steht einer auf dem Trampolin. Ist euch vielleicht von zu Hause bekannt, möglicherweise hat der eine oder die andere so ein Trampolin zu Hause. Und ja, jetzt überlegen wir kurz, was wirken da für Kräfte, das ist ja schließlich unser Thema. Ja, die Gewichtskraft. So, das soll jetzt mal so ein 50-Kilo-Kind sein. Ja, mit Kräften kennen wir uns ja ein bisschen aus. F ist gleich M mal G, 50 Kilo mal Ortsfaktor, das müssten 500 Newton sein. Ich nehme auf meinem Lineal, auf 5 Einheiten ist ein bisschen viel, ich nehme mal 2,5. Diese Gewichtskraft, die greift übrigens hier am Körperschwerpunkt an. Das ist bei Menschen ungefähr in Höhe des Bauchnabels. Also, Gewichtskraft male ich heute mal rot ein, zeigt schön nach unten und ist 2,5 Einheiten lang auf meinem Lineal FG. So, da ist der Körperschwerpunkt. Und jetzt könnte man sagen, okay, hier wirkt ja diese Kraft nach unten, nach dem Trägheitsgesetz und alles, was wir von Wirkungen von Kräften wissen, müsste dieser Mensch hier, dieses 50-Kilo-Kind, eigentlich beschleunigt werden. Und zwar in Richtung der Kraft. Müsste das immer schneller, immer schneller, immer schneller werden, in Richtung nach unten. Tut's aber nicht. Ja, das steht hier auf dem Trampolin. Das liegt daran, dass wir hier im Augenblick nur die halbe Wahrheit sehen. Neben dieser Gewichtskraft, die nach unten zeigt, gibt es auch noch eine andere Kraft. Vielleicht habt ihr schon mal gemerkt, wenn man dieses Tuch vom Trampolin nach unten drückt, dann braucht man dafür eine Kraft. Und dieses Tuch drückt halt nach oben zurück. Und das tut es hier auch. Und zwar genau entgegen der Gewichtskraft. Und dieses 50-Kilo-Kind, das sinkt hier genau so tief ein, bis die Kraft vom Tuch bzw. vom Trampolin, die nach oben zeigt, genauso groß ist wie seine Gewichtskraft. Also auch in etwa 500 Newton. Ich zeichne diese Gegenkraft vom Trampolintuch auch mal ein. F-Tuch habe ich die mal genannt, oder F-Trampolin kann man meinetwegen auch sagen. So, das Geheimnis ist jetzt folgendes. Diese Gewichtskraft und die Kraft vom Trampolin auf den Menschen, die sind beide gleich groß. Und die sind beide entgegengesetzt. Gewichtskraft nach unten, Trampolinkraft nach oben. Die greifen dann beide am Körperschwerpunkt an und somit kompensieren die sich gegenseitig. Das heißt, das ist ein Fachwort und das bedeutet, die heben sich gegenseitig auf. Also die Gesamtkraft auf den Menschen ist null. Das heißt, insgesamt wirkt auf den keine Kraft, die resultierende Kraft ist ja null. Und deswegen bleibt er in seinem Bewegungszustand. Also der bleibt bei seiner Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit ist Nummer 0, der steht. Ja? Ich würde das eben daneben schreiben und dann kommt Beispiel Teil 2. Falls ihr gerade gedacht habt, auch das ist eine tolle Geschichte, wie die Kräfte sich da aufheben gegenseitig und dass die resultierende Kraft gleich 0 ist, gibt es da denn auch ein Fachwort für? Ja, gibt es, habe ich euch hier extra hingeschrieben, Kräftegleichgewicht heißt das, so wie die Überschrift. Hier unten steht resultierende Kraft, das ist im Grunde genommen die Gesamtkraft, die auf den Menschen da wirkt. Die rechnet man aus mit Fg, das ist die Kraft nach unten, und Ft, das ist die Kraft nach unten, oben. Und die Differenz von denen ist genau 0, die sind ja beide gleich lang. Die resultierende Kraft ist also 0 und wir haben Kräftegleichgewicht,
Mannequin bleibt stehen. So, Beispiel Teil 2. Hier habe ich das gleiche Männchen gemalt auf dem gleichen Trampolin und euch fällt vielleicht auf, der ist viel tiefer eingesunken. Ja, hier viel tiefer eingesunken, meine ich. Jetzt könnte man meinen, das ist ein dickerer, vielleicht 100 Kilo Kind oder so. Nee, ist es nicht, ist immer noch das gleiche Kind. Der ist nur gerade hochgesprungen und jetzt ist er gerade eingetaucht und am tiefsten Punkt. Weil das ja ein 50 Kilo Kind ist, ist seine Gewichtskraft immer noch 500 Newton. Hier auf meinem Lineal nehmen wir dafür 25 cm. Habe ich wieder schön am Körperschwerpunkt angesetzt, Bauchnabel. So, der Unterschied zu dieser Situation ist jetzt, hier ist das Tuch viel stärker gespannt. Das heißt, die Kraft vom Tuch ist jetzt viel, viel höher. Auch die zeige ich mal eben ein, jetzt aber entsprechend länger als gerade, weil die ja viel größer ist. So, gerade eingetaucht habe ich mal angeschrieben. Mir ist kein besseres Wort dafür eingefallen, dass er hier gerade am tiefsten Punkt ist. Ja? Okay, wir schauen uns wieder an, was mit unseren Kräften los ist. Und da kann man auf den ersten Blick sehen, diese grüne Kraft hier vom Trampolin ist viel, viel größer als die Gewichtskraft. Deswegen machen wir hier so ein Zeichen dazwischen. In der Grundschule habt ihr vielleicht irgendwie gelernt, das Krokodil frisst immer das Größere, also das Krokodil frisst hier das FT, weil FT einfach viel, viel größer ist als FG. Schön. Das ist kein Kräftegleichgewicht, weil die ja nicht gleich sind. Wir haben aber eine resultierende Kraft. Die kann man genauso ausrechnen wie gerade. Und ich könnte auch mal versuchen, die hier einzuzeichnen. Die Kraft nach unten waren ja hier 25 cm, die Kraft nach oben 40 und jetzt rechnen wir 40 minus 25, ja, das könnten 15 sein. Also die resultierende Kraft kann ich jetzt einzeichnen mit 15 cm nach oben. Oh, vielleicht ist Weiß eine passende Farbe dafür. So, ich meine hier so kleine Stückchen daneben, eigentlich müsste die genau da drauf. Aber dann kann man es kaum erkennen. Das hier ist meine resultierende Kraft. Und das ist die, die jetzt auf den Körper wirkt und die den Körper nach oben beschleunigen müsste. Und genau das passiert ja auch, wenn ihr schon mal auf dem Trampolin gehüpft seid. Wenn ihr ganz tief eingetaucht seid, dann beschleunigt euch das Trampolin nach oben. Ja? Und zwar so lange, wie das Tuch stärker gespannt ist, als das eigentlich durch die Gewichtskraft wäre. Top! Das scheint zu passen. Also hier kein Kräftegleichgewicht, wir haben eine Beschleunigung. Dann machen wir jetzt Beispiel Nummer 2. Und zwar da. Im zweiten Beispiel geht es um ein Auto. Hier ist das Auto gerade am Start. Das heißt, da steht noch, der Fahrer tritt aufs Gas, Pedal ganz durch, Vollgas und der Motor entfaltet seine volle Kraft und möchte das Fahrzeug nach vorne bringen. Die Motorkraft greift wieder schön am Schwerpunkt an. Autoschwerpunkt könnte ungefähr hier sein. So, und eine schöne geeignete Motorkraft, die könnte vielleicht hier, keine Ahnung, 2 cm lang sein. Ungefähr. Da ist sie, die Motorkraft. Natürlich nicht 2 cm, das sind 20 cm. Neben der Motorkraft gibt es noch eine andere Kraft. Vielleicht habt ihr schon mal versucht, so ein Auto anzuschieben. Das ist nicht ganz so einfach, weil es da auch eine ganze Menge Reibung gibt. Am Anfang ist sie noch überschaubar, aber so ein bisschen die Räder reiben am Asphalt und da, wo die Achsen sind, da gibt es auch so ein bisschen Reibung und die wirkt hier dieser Motorkraft entgegen. Am Start ist diese Reibungskraft aber relativ klein. Boah, ich male die mal an hier, vielleicht so eine halbe Einheit. FR für Reibung. So, und jetzt haben wir FM und FR hier stehen und möchten gerne ein passendes Zeichen dazwischen setzen. Ein Gleichheitszeichen kann das nicht sein, weil einfach diese Motorkraft am Start viel, viel größer ist als die Reibungskraft. Also ist das Krokodil, was die Motorkraft frisst, genau das passende Zeichen. So, gerade haben wir immer von der resultierenden Kraft gesprochen.
Die müsste es hier dann ja auch geben. Die resultierende Kraft. Die resultierende Kraft rechnen wir aus mit Fn minus Fr. Und weil Fm viel größer ist als Fr, bleibt da durchaus was übrig. Ich könnte die hier einzeichnen und rechnen können wir auch eben. Also hier hatte ich zwei Einheiten. Hier hatte ich für die Motorkraft eine halbe Einheit für die Reibungskraft. Das heißt, da bleiben 15 cm, also anderthalb Einheiten über. Ich male das mal wieder ein kleines bisschen runter, weil man es sonst nicht gut erkennen kann. Und natürlich mit Weiß. Okay, das ist es. Ist natürlich kein Kräftegleichgewicht, weil die beiden Kräfte nicht gleich sind. So, weiter geht's in der Autofahrt. Wir bleiben auf Vollgas. Der Motor entwickelt weiterhin seine volle Kraft. Wir fahren auf der Autobahn. Das Auto wird schneller, 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 schneller. Aber irgendwann wird es nicht mehr schneller, da hat es seine Höchstgeschwindigkeit erreicht. Keine Ahnung, 230 km/h. So, was ist da los? Läuft der Motor nicht mehr vernünftig oder warum wird das Auto nicht mehr schneller? Nee, der Motor läuft noch vernünftig und entfaltet noch die gleiche Kraft wie beim Start. Ich zeichne die mal ein. Was sich aber verändert hat, ist dieses hier, die Reibungskraft. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, wenn ihr beim Auto, wenn ihr schnell fahrt, die Hand raushaltet, dann gibt es da eine ganze Menge Fahrtwind. Und das Blöde beim Fahrtwind ist, der kommt immer von vorn. Ja? Und die Kraft, die auf das Auto hier wirkt, das ist Luftreibungskraft und natürlich auch diese Rollreibungskraft, die wir hier am Anfang hatten. Und das Auto wird so lange immer schneller, immer schneller, immer schneller, bis die Motorkraft genauso groß ist wie diese Reibungskraft. Ja? Vor allen Dingen durch diesen Luftwiderstand. Und deswegen zeichne ich jetzt hier bei der Höchstgeschwindigkeit eine Reibungskraft ein, die entgegengesetzt ist. Der Fahrtwind kommt uns ja immer entgegen und genauso lang wie die Motorkraft. Und ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die Motorkraft ist jetzt gleich der Reibungskraft. Und wer gerade gut aufgepasst hat, der weiß, wie man sowas nennt. Genau, Kräftegleichgewicht. So, und wer gerade nochmal gut aufgepasst hat, der weiß auch, was mit der resultierenden Kraft los ist. Fn minus Fr ist jetzt natürlich, weil ja beide gleich sind, genau 0. Also die resultierende Kraft ist hier 0. Und jetzt könntet ihr sagen, ja Moment mal, das Auto fährt ja. Ja, stimmt. Aber das ist auch nicht das, was der Trägheitssatz sagt. Wenn das Auto fährt mit einer konstanten Geschwindigkeit, dann behält das seinen Bewegungszustand bei. Das heißt, da wirkt keine Kraft drauf, obwohl das oder weil das mit der konstanten Geschwindigkeit fährt. Ja? Dieses hier ist ebenfalls ein Kräftegleichgewicht, genau wie das, was wir gerade beim Trampolin hatten. Nur, dass hier die Geschwindigkeit nicht 0 ist, aber das Wichtige könnte ich hier dran schreiben, die Geschwindigkeit ist konstant. Tafelbild schreiben wir eben ab, dann machen wir noch einen Merksatz und dann ist Ende. So, hier haben wir es nochmal in der Zusammenfassung. Kräftegleichgewicht. Zwei Kräfte, die auf einen Körper wirken, sind dann im Kräftegleichgewicht, wenn sie am selben Punkt angreifen, in die entgegengesetzte Richtung zeigen und denselben Betrag haben. Kiste zu und unten drunter habe ich noch geschrieben, ist ein Körper im Kräftegleichgewicht, so bleibt seine Geschwindigkeit konstant. Beim Trampolinmann war das, dass die Geschwindigkeit 0 bleibt und beim Auto ist es halt so, dass die Höchstgeschwindigkeit konstant bleibt. Abschreiben und glücklich sein.